So. Noch wenige Minuten. Hoffentlich ist es direkt um 0 Uhr freigegeben. Aber im besten Fall nur noch wenige Minuten bis zum Start. Nein, Nala. Ja, so ist es. Könnte auch nebenbei ein bisschen Musik anmachen, so drüber nachdenke. Yes, Pokémon. Ich kann leider beim Spielen selbst nachher nicht den Chat lesen. Aber nach jeder erfolgreichen Safari vor ich einmal zum Fernseher rüberschalten in den Chat schauen, was so geschrieben worden ist. Den habe ich hier mit offen. Oh, haben wir die Musik ein wenig leiser. So. Wäre nur die Frage. Ich hoffe, das passt meine Lautstärke von der Switch her. Ich hoffe es doch einfach mal. So, dann würde ich sagen, wechseln wir mal rüber auf den Switch-Bildschirm. Die ist nämlich schon an und vorbereitet. Ich bleibe mal einmal in der Ansicht, falls das Spiel sich jetzt direkt starten lässt, kannst du mir einmal kurz schreiben. Also hier im Chat. Natürlich. Punkt 0 geht's nicht. Beginnt das ungeduldige Meschen.
Hey, wir haben es geschafft. Wir sind drin. So. Das ging ja doch recht zügig. Da war die Beta-Registrierung schlimmer. Deutsch ist ganz gut. Was möchte ich für eine Sprachausgabe? Oder Japanisch. Ach, nehmen wir Englisch. Ich nehme mal Lesen. Wir möchten gerne den Standard-Look, der sieht schon ganz okay aus. Wir möchten gerne meinen Standardnamen benutzen. Mit dieser Wahl sind wir äußerst zufrieden. So. Sagen so der Sound. Geht es fit? Ich sehe gerade noch recht wenig Ausschlag, aber so sollte das hoffentlich von der Stimme her und dem Audio her passen. Ansonsten sehe ich das ja morgen. Ich schalte jetzt dann auch um. Ich kann den Chat erstmal nicht mehr lesen. Also bis später. Technische Probleme. Umschalten. So, das sieht doch eigentlich soweit jetzt ganz. Ups, nein, nein, das Bild wollte ich nicht verschieben. Ich wollte das hier. So, ja. Was sagst du? Sieht's aus musikmäßig? Alles okay? Schieben wir es noch auf den Fernseher. Ich kann es von da nicht lesen. Also, ich kann es auch noch ein bisschen lauter machen. So, wie ist das jetzt? Ein Ticken lauter? Noch ein Ticken lauter oder passt das so? Das ist die Frage der Fragen. Spiele sind ja immer sehr unterschiedlich laut. Wunderbar, dann schiebe ich das mal wieder nach rechts und schalte dann jetzt wieder um. Hi. Technik. So. Jetzt schalte ich um. Herzlich willkommen in der Lentile. Professor Mirror. Nein, aber jetzt ist es ganz schlecht. Du hattest die ganze Zeit Zeit.
Vince. Die überaus wichtige Story von dem Spiel, die absolut interessiert. Nein, jetzt nicht, Nala. Ja? Ja. Ja, Tutorial. You can point the camera up and down and even spin all the way around left or right. Quick spin. You can use motion controls to aim your camera too. Ja, die möchte ich gerne aktivieren. Was auch niedlich. Pikachu's a little far away. At times like this, to zoom in, try snapping a photo. Ja, boom. Great! You look that time? You want your subject's whole body smack dab in the middle of the frame. Look, it looks like you've already gotten the hang. Die 101s des Fotografierens. Mach schöne Fotos. Oh, great! You can adjust your cam. Ja, das ist das Erste, was wir auch gleich machen. Ja, Fotos bewerten. Alles ist noch genauso wie früher im Grunde. Ich muss mich eventuell gleich um meine Katze kurz kümmern. Boah, die sehen da aber sehr hässlich verpixelt aus in der Vorschau. Das ist nicht der Stream, der so pixelig aussieht. Ah, da ist es ja schöner. Ja, das erste Mal ein Pikachu fotografiert. Natürlich, das muss das erste Pokémon sein. Okay, ungewöhnlicherweise nur mehr Sterne. Sterne haben keinen Einfluss auf die Punkte. Gut zu wissen. Rose, wie immer.
Ja, wir sind fertig mit dem Tutorial. Or not. Achso, jetzt kommt eine Erklärung. Nicht selber laufen, nein, du bist rumkutschiert. Das ist halt On-Rail-Shooter. Genau, erklär mir den ganzen Kram um das Spiel drumherum später. Ich will Fotoschießen gehen. So. Blablabla, Gyrosteuerung. Oh mein Gott, viel zu lang dran. That's the entrance to Florio Nature Park. Ah, das sollte invertiert sein. Ganz schlimm. Wir sollten auch Fotos machen. Just focus on looking around and taking photos. Das Peach haben wir. Ach, dreh dich doch nicht genau in dem Moment um, du dummer Affe. Ich hoffe, man kann die Gyrosteuerung einfach ein bisschen sensibler einstellen. Oder ich spiele einfach mit dem Stick. Schöner Rücken kann auch entzücken. Oh, ein Wurm. Ein Wampel. Früchte. Noch ein Wampel. Ganz nah. Sexy. So. Verlack. Nicht loslegen. Oh, ein Pichu. Ich kann mich nicht entscheiden. Ein dunkles Zungenfenster. Okay. Oh, ein Pasch. Oh, ein Kapador. Grandios. Ein Schwalbin. Gib mir alles. Oh! Super, so nah. Nein, dreh ich doch um, Pichu! Warum? Oh, nochmal zwei Videos. Aber ein Schatten, oder? Ja, schnell drehen, stimmt. Oh, und beiden Sticks kann ich auch nochmal ein bisschen schneller drehen. Ach, Wampels haben wir genug. Ah, der Baum ist hier im Ofen von angeflogen. Ah, verdammt. Oben lang anscheinend. Okay. Geht los, das ist bestimmt eine super gute Pose und so. Ich kann mich gar nicht entscheiden, zu fotografieren. Oder ist das Ziel schon?
Wo ist denn hier bei dem Kringel-Pokémon vorne und wo ist hinten? Schauen wir uns die Fotos doch mal an. Welcome back. Anyway. Ich finde es schöner. Ja, ich habe es irgendwie nur so beim von hinten gesehen, aber okay. Oh ja, jetzt hier Wumpel. Komm, Wumpel. Ja, hier. Sexy. Ja. Bisschen seitlich. Oh ja. Ganz klare Sache. Guck ihn dir an. Ist so glücklich. Wird schwer. Die sind schon 2 Sterne. Schön drauf. Eigentlich eher gesagt, dass beim Runabding hier ist er richtig schön mittig getroffen. Oh, von Trivinis habe ich irgendwie hunderte Fotos gemacht. Ich nehme das. Keine Ahnung, das ist schöner. Da ist das andere noch schön am Hintergrund. Das nehmen wir. Die kann ich nicht anwenden. Okay, wunderbar. Alright. Das ist Vivillon. Kommt es gegen das Tutorial Vivillon an, bestimmt nicht. Oh doch. Oh, wir haben noch Posenbonus. Ah, sieht man oft. Man kriegt 2600 Punkte dafür nur. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das gibt doch bestimmt 3000, oder? Nein, tut es nicht. Noch nicht mal 2000. Ein Emolga. Kenne ich nicht. Ich war mal von vorne beim Vorbeifliegen erwischen. Das Wurmpel. A new discovery. Nice work. Es scheint irgendwo hin zu wollen. Oh ja, richtig schön großer Wurmpel. Bam, 3500. Vollstern. Das ist doch ein bildhübsches Schwalbenfoto. Ja! 3600. Schön ist das. Timing.
Ja, Positionierung 1000, dead center in the middle. Sehr schön. Ein Ticken weiter runter, jetzt abgekommen. Great timing. Das war Rones. Oh. Es gibt mehr als Gold. Es gibt Platinsterne. Die erste Discovery hier. Okay. Uff. Also nicht nur überall Gold sammeln, sondern Platin-Scores. Uiuiui. Ah komm, das ist traumhübsch. Das ist doch ein Platin-1-Sterne-Foto. Bam, 2000, 1000. Ja, fast perfekt hier. Bam. Ja, guck leider in die falsche Richtung. Aber noch selber sperren. Zack, direkt Level 2. Sehr gut, in einem Run geschafft. Achievements. Weißt du, Nintendo baut jetzt schon ewig die Achievements hier mit ein in das Spiel. Aber so offiziellen Achievement Support gibt's nicht. So, ich schalte jetzt mal einmal kurz auf den Fernseher zurück. Also auf den PC-Fernseher. Wunderbar. Ja, genau. Ja, Achievements. Wieso nicht einfach systemweit direkt Nintendo? Wieso so krüppel ich immer über das Spiel? Album speichern. Aha. Will ich hier von irgendwas speichern? Ja. Das ist so wunderschön gewesen. Über 3 Sterne Platinum Ding. Ah, schön, dass man es auch direkt hier sieht. Das 3 Sterne Platinum, die keine Ahnung, was sie geworden wären, aber naja. Okay, zum Bauchcamp. Also bisher macht das Spiel einen soliden Eindruck, aber die Gyro-Steuerung ist so, keine Ahnung, wie weit ich. Das ist wahrscheinlich eher dafür gedacht, wenn du es im Handheld hast und dich wirklich schön auf so einem Drehstuhl hin und her drehen kannst und so. Das ist bestimmt cool. Aber so kann man sie genauso gut ausschalten. Also ich habe es einfach mit den Sticks gemacht. So, schalten wir wieder zurück auf den Fernseher. Eine nächtliche Erkundung. Noch nicht. Blablabla. Anyway. Damit ist das Tutorial ja. Jetzt können wir erstmal die Gyro-Steuerung können wir genau so wieder. Ach warte mal, hier ist die Gyro-Empfindlichkeit, kann ich einstellen. Ah. Das Labor des Professors. Ja. Wir betreiben mit der Professor blablabla Forschung, Erfindung, neue Ausrüstung ist wahrscheinlich. Die Äpfel und so. Alright. Excuse me. Ja, der Server. First. Der Fotolex.
again. Deine Ecke. By the way. Ja, Online-Funktion. Apfelmedaillen. Agreed. Okay. All right. Ja, wollen wir mal gucken, wie lacherfroh die Rankings schon sind. Bitte poste keine unangebrachten Inhalte, damit alle Freude an der Funktion haben können. Ja, bitte. Es ist traurig, dass man darauf hinweisen muss. Fancy Filtern. Okay. Das geile Bidorf. Wo willst du? Noch keine Ranglisten. Okay. Hätte man auch Hintergrund schon. Oh. Sehr schön. Gut gemacht, Nintendo. Good fucking job. Wenn man will, kann man sich spoilern lassen. Wenn man nicht will, dann nicht. Gut. So was improve ich ja immer. Moment. Das Bild kriegt ein Like. Das Ding heißt gar nicht Bidoof, es heißt Bidiza. Ich dachte immer, es heißt Bidoof. Nein! Meine Welt bricht zusammen, weil es sieht so doof aus und das ist ein Biber. Bidoof wäre der perfekte Name gewesen. Dafür muss ich extra laden. Achso, hat man hier so eine kleine Minimap. Das ist cool. Okay. Gefällt mir. Daran sieht man auch, wie klein die Level sind. Aber ist okay. Solange die mehr Abwechslung in den Leveln machen.
Wo ist der Unterschied zwischen den Männchen und den Weibchen? Ich meine, wäre es ein FSK 18 Spiel, dann... Ja, okay, aber... Ich sehe keinen Unterschied. Oder ist die eine Nase ein Herz? Und die andere nicht? Nein, die sehen beide herzmäßig aus. Keine Ahnung. Da haben Videos wohl große Probleme mit. Okay. Dann fahren wir mal die nächste Runde. Bestimmt ist die Gyrosteuerung viel zu hoch eingestellt. Alle Fotos sind verwackelt. Aber schauen wir mal. So. Ich kann noch mal meine aber hier noch umdrehen kann. Forschungstitel, Forschungsstatistiken, Nachbarraten. Ah, die Achievements bringen hier so. Man merkt, dass das Spiel. An was erinnert das? Wen erinnert das direkt an Tekken? Bin ich der Einzige, der bei sowas direkt an Tekken denken muss? Oh, schön, kleine Progressbalken direkt. Kann ich das jetzt irgendwie ausrüsten? Bin verwirrt. Ah, Profilbilder kann man hier ändern, okay. Alle nicht sehr. Dann bleiben wir einfach bei dem Standard. Mein Name lassen wir auch so. Mein bestes Foto ist tatsächlich das scheiß Drecksvieh. Ja, aber was kann ich mit denen machen? Nichts. Ich dachte, man kann sie wie so Namensplates ausrüsten. Aber nein, kann man nicht. Wie langweilig. Auch schon Statistik, was gibt's hier? Stats. Viele Fragezeichen. Ja, 4-Sterne-Fotos, obviously. Achso, das hebt echt nur das hervor mit dem. Wow. Okay, ein bisschen komisch gemacht, Nintendo. Oder Namco Bandai, oder wer auch mal dafür verantwortlich war. So. Jetzt aber Basiscamp hier geworden. Wir möchten erkunden. Mindestens eine Strecke noch. Ja, was denn sonst? Ah ja, neue Funktion. Scannen. Hey, Sco. So. Ja. Yep. Ja. Tutorial 2.0. Running the scan is easy. All you gotta do is press the X button. Try it out. You saw that Pokemon's name pop up, right? And did you also notice that question mark? That tells you, first, move the pointer over the question. Did you see the pointer change shape? That's your cue to press and hold the X button to analyze whatever's there. Give it a try! Now you should see the results! Metroid Prime, Erinnerungen kommen wieder hoch. Alles scannen, alles scannen. Alles scannen, muss alles scannen. Well, pretty. When this icon pops up at the bottom of your screen, aha, eine Information. Sehr gut. When you see that, try running a scan and taking a careful look around. Alright, there's one more cool thing you should know. Some Pokemon will react to the sound and electrical to get their attention. The professor calls it an accidental stay cheese feature. Anyway, that'll be. Thank you.
Ah, man kann wieder zu den niedrigen Leveln zurückgehen, wenn man die Originalrouten haben. Okay. Ach, du regst dich, kommst doch gleich bestimmt nochmal zurück. Ja, das ist echt eher auf, du hast die Switch in der Hand ausgelegt. Ah, fuck, genau dann flog es an der Ecke ein bisschen. Was wollt ihr, dass ich scanne? Ah. Oh. Ach, verdammt. Schön, das ist echt ein Problem. Ich weiß bei dem Viech nicht, wo vorne und hinten ist. Kann man ein schönes Foto machen. Okay. Da waren aber definitiv ein paar gute Ball. It's time. Nur zum Bewerten kann ich auch umschalten wieder. So. Dann gucken wir mal, was wir für schicke Fotos gemacht haben.
das Große. Das Gefühl versaut. Ah, Moment. Das ist zwei Sterne. Das ist ein zwei Sterne. Das auch. Das nicht. Gamble mal um das. Das ist ein Stern. Ha! Das zählt noch als zwei Sterne Foto. Das geht schöner eigentlich. Aber wir nehmen erstmal das bessere ein Stern Foto. So. Wumpel. Welches Wumpel nehmen wir? Das linke oder das rechte? Nummer 3 oder Nummer 4? Was sagt ihr? Links? Ich auch den jetzt so. Ja, rechts kommen wir auch ein bisschen mittiger vor, weil links ist gefühlt näher dran. Wir nehmen das linke. Schauen wir mal, was die Punkte geben. Nice work. Okay, das ist einfach viel besser. Zack. Überklebt. Nice work. Obwohl das 500 wäre, die Größe nur 800. Nein, 3000. Okay. Zack, überklebt. Immer mal zufrieden mit. So, das ist ein Prachtschuss. Bam. 3 Sterne einfach so direkt. Und Platin. Diamant, wie auch immer. Das Dori. Achso, 2 Sterne ist auch so. Immerhin gut. Ich glaube, ab 4000 gibt es Platin. Jackpot, das Foto. Ah, Gold scheint es ab 3500 um zu geben, das ist Silber. Okay. Leicht verständliches System. So, kann unser Wampel den alten Wampel toppen und vielleicht zu einem Platinum-Wampel werden? Ja. Aber es ist besser und mir gefällt das Foto auch mehr. Ein nicht so schönes Bild von Pichu, ja. Ja, können wir genauso gut behalten. A new discovery. Nice work. Ein Punkt hat gefehlt für Gold. Wenn ich richtig liege. 3499 reicht jedenfalls nicht aus. Ein Tangalos. Tangolos. Ein Punkt vor Gold, ja. Genau, Nax. 4400.
kann ich das Goldschwall-Bini toppen. Kommen wir an die 4000. Nice work. Bam, Größe. Ja, Bats. Easy. Es ist wirklich toll, dass das Gesicht des Pokémons der Kamera zugewandt ist, ja. Das ist ein Traumschuss. Bam. Nice work. Auch einfach besser. Sehr schön. Ein guter Run eigentlich. Boah, jetzt muss man aber schon grinden hier für das nächste Level Up direkt. So, schalten wir auf den Fernseher wieder zurück. Na, das Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Laune. Ein paar Neuigkeiten kriege ich jetzt Äpfel vielleicht. So, speichern wir noch ein paar Fotos. Wie komme ich denn jetzt? Ist es jetzt gespeichert? Ich glaube ja. Ja, okay. Schwert Nummer 43 ist sehr unintuitiv. Man denkt, das wäre so ein okay, irgendwo man einen muss einfach so ein okay. Jetzt passiert auf einem Forschungsmobil, das ein anderer Professor entwickelt hat. Kleiner Zwinkerle zu Pokémon Snap. Anyway. Frohe Nacht. Oh, Raupi! Yeah! Bestes! Speaking of. Komische Rumgeleuchte. Blablabla, das Ziel meiner Forschung ist die Entwicklung der Pokémon, die in der Legende vorkommen. Die Lumina-Pokémon. Dann machen wir mal eine Nachtfahrt.
Delicious. Mit raus sein Bereich. Ich würde gerne mit. Ja, das finde ich ein gutes Ball. Ich würde gerne mit R einfach Fotos schießen können. Ja, bestimmt ummappen. Nachher mal nachgucken. Da waren doch sicher einige schöne Fotos bei. Hat sie fotografiert, Leute, das ist gut. Das ist aber auch gut, finde ich. Ja, das ist eine offene Schnabel. Pinsel, wie er rauskommt oder Pinsel, wie er steht? Pinsel, wie er rauskommt, würde ich sagen. Nicht ganz Center. Was sind das? Oder eins von
das ist doch ein Platinum-Raupi. Okay, dann zumindest ein Gold-Raupi. Ja, was war nah am Platinum-Raupi dran? Oh yeah. Nice work. Oh, schlafen gibt extra Punkte, aber der Rest ist scheiße. Wir behalten natürlich das. Schon extra Punkte gefallen. A new discovery. Great timing. Das ist doch grandios. A new discovery. Nice work. Oh yeah. Leider nicht ganz mittig. Nice work. Keine 1000 Punkte bei der Positionierung geben. Ah, na, Platin vorbei. Das war doch eine. Ach ja, hat ja jetzt sein eigenes Level. Story. Das war richtig fies, Story, so gesehen. Something incredible has happened. Here, take a look at this. Here's the thing. Okay, ich hatte jetzt mehr erwartet. Gewaltiger Energieanstieg in der Blumenwiese. Ja, das soll's aber jetzt erstmal gewesen sein. Was mache ich denn hier vor? Yeah, 9 Apfelmedaillen. Ah, wieso 9? 6 sind. Ja. Verwirrung! Nein, gibt's nicht aber da Ranglisten? Anscheinend. Oh yeah, Platz 5996. Ich glaube, bei einem Pokémon-Spiel ist das gar nicht so schlecht. Und in der eigenen Sprache sogar nur. Platz 223. Melden und blocken. Ich bin jetzt
komische ID. Das ist ein gutes Foto. Oder Dustin aufgenommen. Okay, Coolio, Coolio, cool, cool, cool. Dass wenn irgendwo Ausrufezeichen sind. Ich muss die mal wegmachen. Ich will dann Foto weglassen, ist jetzt mal. So. Das war's. Was es mit den Lumina auf sich hat? Keine Ahnung. Müsst ihr wohl morgen nochmal einschalten, wer da rausfinden wollte. Weil ich bin für heute fertig. Das war die erste Stunde vom New Pokémon Snap. Fernbedienung. Sehr, sehr spaßig und sehr zu empfehlen auf jeden Fall. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ach, meine Cam ist irgendwann hängen geblieben, auch gut. Sehe ich jetzt erst gerade. Lustig. Ja. Good job, fucking Cam. Naja, das war's. Ciao, ciao.